Moin Leute, im heutigen Video sprechen wir über alle Neuigkeiten über Call of Duty Cold War, wie ihr vorbestellen könnt, welche Inhalte dabei wären und natürlich auch noch hier wegen der Kampagne Multiplayer und Zombie Mode. Einige Inhalte wurden schon geleakt und bestätigt und andere Inhalte werden wir auch noch heute hier uns angucken. Unter anderem kann man hier die Kampagne hier verändern, indem ihr hier eine andere Handlung hier einschlägt. Je nachdem wie ihr handelt, wird die Geschichte geändert und dadurch habt ihr auch Alternativ-Endings. Hatten wir noch nie in Call of Duty und darauf bin ich total gespannt. Natürlich wieder eine coole Kampagne mit alten, bekannten Charaktern. Im Multiplayer kommen wieder alte, bekannte Operator rein, dann nochmal hier coole Waffen, die ihr noch kennen werdet von alten Call of Duty-Teilen. Mit dabei werden dann nochmal Modi, die ihr alle kennen werdet, wie Bohnenkrieg. Mit dabei werden Panzer, Flieger, Boote. Und ja, wir können wieder schwimmen wie im BO4 und haben wieder cooles Movement. Aber darüber gleich mehr hier im Video. Bei der Vorbestellung könnt ihr hier verschiedene Editions euch kaufen. Normale, dann eine mit Upgrade für PlayStation 5 und die Ultimate Edition. Dabei wäre das Spiel, der Battle Pass mit ein paar Inhalte, nochmal ein Waffenpaket und die Open Beta natürlich bei jeder Edition. Aber bei Ultimate bekommt ihr nochmal 3 Operator, 3 Waffenbaupläne, ein Skin für Panzer, Boote und Helikopter. Natürlich nur, wenn ihr vorbestellt. Und ja, wir können wieder schwimmen, wir haben Boote mit dabei, Bodenkrieg und andere Modi. Die Open Beta könnt ihr dann nur spielen, wenn ihr hier digital vorbestellt und wir werden ein paar Tage früh auf der PlayStation starten können. Aber die Daten wurden auch nicht hier weitergegeben, wann genau die Beta startet. Momentan haben wir nur den Kampagnen-Trailer erhalten, am Ende noch ein paar Ausschnitte für den Multiplayer. Aber natürlich ein weiterer Trailer mit Multiplayer und Zombie-Mode wird dann am 9. September erscheinen. Momentan der Kampagnen-Trailer kann man hier in Warzone angucken durch ein Live-Event. Das wird noch ein paar Male wiederholt. Wann genau, habe ich nochmal unten verlinkt. Gerne vorbeischauen. Und jo, wir haben dann noch ein paar Inhalte reinbekommen für den Multiplayer in MW. Aber auch relativ egal, wir sprechen weiter über Cold War. Der Multiplayer wird relativ schnell werden, meinten die Entwickler. Mit schnellen BO4-Movement, mit Feldladungen, wir haben wieder Operator mit dabei. Aber keine Spezialistenfähigkeiten diesmal. Wir bekommen auch eine schnelle Time to Kill, aber dafür mehr Lebenspunkte, damit man hier Waffen besser hier nerven und buffen kann im nächsten Update. Und natürlich eine Menge Waffen, Operator, dann auch noch Killstreaks und Karten und Modi wurden auch schon geleakt. Ob ich hier alle nennen darf, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich hau nochmal alle Informationen darüber rein, unten in der Beschreibung. Da gerne vorbeischauen, wir hätten auch noch hier Multiplayer-Gameplay bekommen, aber natürlich nur geleakt und darf man auch nicht präsentieren. Und natürlich werde ich darüber nochmal berichten, wenn wir nochmal weitere Neuigkeiten haben. Und ja, wegen den Inhalten, wenn ihr hier gerade MW gerade kennt, wir haben alle Kartenpakete und Waffen und auch noch oben drauf ein paar Operator hier geschenkt bekommen. Nicht wie in den alten Teilen, wo man die mal kaufen musste mit Geld. Und gleich wird auch wieder beibehalten bei Cold War, bedeutet hier ohne Geld bekommt ihr hier die neuen Kartenpakete, neue Operator und Co. Und ja, auch Crossplay wird wieder aktiv, bedeutet hier alle Plattformen können miteinander spielen. Weitere Informationen findet ihr immer auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren für weitere Informationen. Und wenn ihr Bock habt, bleibt gerne dran, hier nochmal der Trailer für euch. Dieser Krieg war eine Lüge. Jahre des Blutvergießens. Nur um die Lunte eines geheimen Krieges zu zünden, der seit Jahrzehnten gärt. Amerikanische Mitbürger. Ein nuklearer Konflikt wäre für die Menschheit das Ende. Wir wünschen uns eine friedlichere Welt. Wir haben Informationen erhalten, dass der sowjetische Agent Perseus im Spiel ist. Wenn er aktiv ist, passiert etwas Großes. Etwas, das den Kalten Krieg auf den Kopf stellen wird. Dann suchen wir den Scheißkerl! Hilfe! Mr. President? Ist die Gefahr real? Ja, Sir, das nehmen wir stark an. Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht.
Bestell eine digitale Version vor und sicher dir vorab Zugriff auf die offene Beta sowie direkt das Woods Operator Pack in Modern Warfare und Warzone.